Der 7. Oktober vergangenen Jahres. Hamas-Terroristen überfallen Israel, schlachten Menschen bestialisch regelrecht ab. Mehr als 100 werden entführt, die meisten sind bis heute Geiseln der Extremisten. Ausgerechnet dieser brutale Angriff auf Israel schürt den Hass gegen die Opfer. Die Folgen auch in NRW: Beleidigungen, Schmierereien, Gewalt. Damit steigt die Anzahl von Meldungen an die RIAS, die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus. Denn genau dafür ist sie laut eigenem Verständnis da. Uns interessiert allein die, wenn Sie so wollen, Struktur des antisemitischen Vorfalls. Was und wie wird artikuliert, um daraufhin wissenschaftsbasiert Analysen und Dokumentationen vorzunehmen, die wir wiederum dann bräuchten, um belastbare Erkenntnisse über das Dunkelfeld Antisemitismus zu gewinnen. Hinter der RIAS NRW steht ein eingetragener Verein. Das Land fördert die Antisemitismus-Meldestelle, insgesamt mit bislang etwa 1 Million Euro. Das Geld kommt vom Steuerzahler. 2022 nahm die Meldestelle ihre Arbeit auf. Gründungsvater der damalige FDP-Integrationsminister Joachim Stamp. Er kündigte seinerzeit an, ein System aus verschiedenen Meldestellen zu bilden. Die RIAS soll dabei Vorbild sein. Schon damals gab es für das Modell Kritik. Die Rede war von Petzstellen. Auch weil explizit Inhalte gemeldet werden sollen, die nicht gegen Recht und Gesetz verstoßen. Die aktuelle Integrationsministerin Josephine Paul von den Grünen treibt das Projekt voran. Insgesamt sollen es 6 Stellen werden. Neben der RIAS gibt es schon eine Meldestelle gegen Diskriminierung im Fußball. 4 weitere sollen folgen. Queerfeindlichkeit, antimuslimischer Rassismus, Antiziganismus und antischwarzer, antiasiatischer und weitere Formen von Rassismus. Wichtig: Laut offizieller Angaben dürfen personenbezogene Daten nicht gespeichert werden. Weder von dem, der sich beschwert, noch von dem, über den sich beschwert wird. Da brauchen Sie keinen Namen, keine Person, sondern nur die Struktur. Was heißt nur, um entscheiden zu können, eine Hilfestellung zu leisten für die Politik beispielsweise. Was muss getan werden, um diesen Antisemitismus tatsächlich zu konfrontieren? Sicher in erster Linie Bildungsanstrengungen. Der Großteil der Meldungen kommt über eine Webseite. Die Meldestelle verifiziert die Hinweise dann, kontaktiert den Melder, falls möglich, fragt nach Fotos oder mehr Details. Danach werden die persönlichen Daten gelöscht, so die Vorschrift. Das Team prüft, ob der Vorfall wirklich antisemitisch ist. Falls ja, wird aus der Meldung ein Vorfall. Der taucht dann im Jahresbericht auf, wird dort in verschiedene Kategorien eingeteilt. Dahinter steht der ganz deutlich politisch artikulierte Wille, und wir finden das auch richtig so, diese Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit auf gesicherter Datengrundlage entschieden anzugehen. Das aber sehen Kritiker anders. Es sei mit diesem Verfahren nur schwer zu überprüfen, ob die Auswertung auch tatsächlich die Wirklichkeit widerspiegele. So die Befürchtung. Aber auch die anderen Meldestellen sollen genau nach diesem Vorbild arbeiten. Im Klartext: Private Vereine sammeln und analysieren Aussagen und Meinungen. Darunter können auch strafrechtlich relevante Dinge sein. Aber diese dürfen die Stellen nicht an die Polizei weitergeben. Die Vereine selbst stammen aus den betroffenen Milieus, um die es geht. Für Kritiker ein Unding. Denn wer grundsätzlich etwas für ein Problem halte, finde auch eins. Der Verfassungsrechtler Markus Ogorek von der Uni Köln sieht das anders. Ich denke, wenn private Träger mit dieser Aufgabe betraut werden, die natürlich auch um die Problematik wissen, die entsprechend sensibilisiert sind für das Thema, dann kann das auch für das angestrebte Ziel, nämlich die Bekämpfung von Diskriminierung, von Vorteil sein. Die Bevölkerung sei laut Markus Ogorek feinfühliger bei Diskriminierung geworden. Der Wissenschaftler erklärt sich dadurch eine Zunahme von Meldestellen. Wichtig sei jedoch, dass unbedingt der Datenschutz im Vordergrund stehe. Andernfalls drohe tatsächlich eine Gesinnungspolizei. Die Folge: Menschen könnten mehr und mehr Angst haben, ihre Meinung frei zu äußern. Mit Gefahr für die Demokratie. Entscheidend ist, dass die Informationen, die gesammelt werden, keine Rückschlüsse zulassen auf konkrete Personen. Entscheidend ist, dass nicht personenbezogene Daten gespeichert werden. Es geht darum, Tendenzen, Vorkommnisse zu registrieren wie ein Seismograph, um dann natürlich auch entsprechende Statistiken erstellen zu können. Im NRW-Landtag beschäftigt sich die AfD viel mit den Meldestellen, bohrt immer wieder bei der Landesregierung nach. Denn die Partei befürchtet eine Einengung der Meinungsfreiheit. Ja, also es geht hier explizit nicht um Vorgänge, die in irgendeiner Art und Weise von strafrechtlicher Relevanz sind, sondern eben um Meinungsäußerungen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze. Vorher war es eben genau das, eine Meinungsäußerung. Jetzt soll es eben an private Stellen gemeldet werden. Und da steht dann eben schon der Verdacht im Raum, dass man da Dinge kriminalisieren möchte, die vormals ganz normale Alltagssprache waren. Insgesamt hat das Land bislang knapp 2,5 Millionen Euro gezahlt. Für 2 fertige Stellen und 4 im Aufbau.
Ein wichtiges Projekt, so das zuständige Ministerium. Über das Ministerin Paul allerdings nicht mit RTL West vor der Kamera sprechen will. Trotz mehrfacher Anfrage. Im schriftlichen Statement heißt es: Diskriminierung ist auch ein Problem, das den sozialen Zusammenhalt betrifft. Und deshalb ist es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, dem zu begegnen. Martin Vinzenz findet das Meldestellensystem aber fatal. In der aktuellen, nicht staatlichen Form würde die Landesregierung klar über das Ziel hinausschießen. Es muss eine neutrale Instanz geben. Private Vereine sind keine neutrale Instanz. Insbesondere nicht, wenn sie mit einem politischen Willen eingerichtet werden, wie es aktuell unter der Landesregierung passiert. Es gibt neutrale, auch Ermittlungsbehörden, wie beispielsweise die Polizei. Die könnten Dunkelfeldstudien, die könnten Studien auf den Weg bringen. Die Gewerkschaft der Polizei jedoch sieht das Vorhaben grundsätzlich positiv, mit einer Einschränkung. Wenn es Meldestellen gibt, die ihr Angebot ausbreiten und sagen, kommt zu uns, vertraut euch uns an, dann ist das auch ein guter Weg oder ein gutes Zeichen, ob das die Kirche ist oder andere Institutionen. Aber am Ende ist für die Strafverfolgung die Polizei und die Staatsanwaltschaft zuständig. Besondere gesetzliche Vorgaben für private Meldestellen gibt es in NRW nicht. Allgemein gilt die Datenschutzgrundverordnung. Außerdem wird das Projekt wissenschaftlich begleitet, so das NRW-Integrationsministerium. Für die Antisemitismus-Meldestelle besonders wichtig: Offenheit. Wir haben eine transparente Art und Weise, wie wir Meldungen verifizieren, damit sie antisemitische Vorfälle in unserer Dokumentation überhaupt sein können. All das macht uns sehr sicher, dass wir mit präzisen, belastbaren Informationen an die Öffentlichkeit gehen. Und die Öffentlichkeit hat zum Thema Meldestellen ihre ganz eigene Meinung. Ich denke mal, da sollte man auch vorsichtig bleiben und dann lieber löschen, weil bevor da Sachen an die Öffentlichkeit kommen, gerade mit Denunzieren, ist vielleicht nicht so toll. Ich glaube nicht, dass das dem Frieden im deutschen Volk oder deutsches Volk, da ist ja auch schon wieder, aber dass das dem Frieden in der Gesellschaft dienlich ist. Für die Leute, die gar nicht Mut haben, so sich persönlich so zu äußern oder so bravo vorzugehen. Als anonym zu melden, finde ich eigentlich ganz cool. Die Aussagen auf der Straße uneinheitlich. Für viele eine gute Idee, für andere ist die freie Meinung in Gefahr. Gut gemeint dürften die Meldestellen wohl sein. Ob sie auch gut gemacht sind, muss sich erst noch zeigen.